Na, wer sagt's denn? 3-4 Versuche hat Alina gebraucht und jetzt fährt sie tatsächlich. Das erste Mal auf einem Skateboard. Es ist gar nicht schwer. Die 12-jährige Alina ist eine der rund 100 SOS-Kinder in Bethlehem. Im SOS-Kinderdorf haben die jungen Palästinenser Schutz und Geborgenheit in einer neuen Familie gefunden. Hier werden sie aufgebaut und gefördert. Die neueste Attraktion? Ein eigener Skateboardpark. Bald soll er in Betrieb gehen. Die Federführung hat kein geringerer als Titus Dittmann, Deutschlands Skateboard-Pionier. Alles im Eigenbau. Das ist ja weltweit momentan eine richtige Bewegung, diese DIY-Pool-Bewegung, also Do-it-yourself-Skateboard-Betonparks zu bauen. Und auch die Jugendlichen aus dem SOS-Kinderdorf packen richtig mit an. Schließlich soll es ihr Skateboardpark werden. Angeleitet werden sie vom Amerikaner Patrick und zwei weiteren Skate-Profis, die ehrenamtlich den SOS-Skateboard-Park für die Kinder und Jugendlichen bauen. Die haben sehr viel Energie hier, also, und die brauchen auf jeden Fall eine Art von Ventil, um diese Energie sozusagen in was Positives umzulenken. Und ich glaube, dafür ist der Skatepark genau das Richtige. Titus Dittmann hat das Skateboarden in Deutschland bekannt gemacht. Und er hat Skate Aid gegründet, eine Stiftung, die Skateboardparks weltweit baut, auch in Ländern wie Afghanistan oder Uganda. Denn Skateboarden ist für ihn weit mehr als ein Sport. Das Skateboarden können die Erwachsenen nicht so gut, deswegen haben plötzlich Kids in dem Alter haben plötzlich was drauf, was die Eltern nicht drauf haben. Was die Mullahs nicht drauf haben, was keiner in der Erwachsenen drauf hat. Und das ist ihr eigenes Ding und das macht die stark und das bildet Persönlichkeit, das Sinnstiften, Identitätsstiften. Und wenn wir denen nichts liefern, dass das Herz brennt, dann kommt irgendein Radikaler und erzählt ihnen, wie geil das ist, wenn ein Herz brennt. Und schon haben sie ein Gewehr in der Hand. Gewalt, Angst und Armut prägen den Alltag in den palästinensischen Autonomiegebieten. Das haben auch diese Kinder schmerzlich erfahren müssen. Doch hier im SOS-Kinderdorf sollen sie diese Traumata hinter sich lassen können. Und das Skateboarden hilft ihnen dabei. Hi. Einer der SOS-Jungs will Titus Dittmann sein Zuhause zeigen. Zu siebt leben sie hier. Auch Samia hat lange gebraucht, wieder Vertrauen zu Menschen zu finden. Vernachlässigung, Missbrauch oder gar Verlust der Familie. Fast alle SOS-Kinder haben derlei Schreckliches erlebt. Die Mütter, Sozialarbeiter und Psychologen in den SOS-Kinderdörfern arbeiten gemeinsam daran, diese Traumata zu überwinden. Das Skateboard wird Samir ebenfalls helfen. Davon ist seine SOS-Mutter überzeugt. Er benutzt zum ersten Mal so ein Skateboard. Und er mag es schon mehr als Fußball. Bislang, so seine SOS-Mutter, war Samir sehr hyperaktiv. Und oft sogar aggressiv. Beim Skateboarden, so ihre Zuversicht, kann er richtig Dampf ablassen. Er macht das schon richtig. Man lässt den vorderen Fuß, stellt man drauf. Am besten, gibt auch Leute, die machen das anders, aber am besten ist, den vorderen Fuß draufstellen, das Gewicht vorne haben und dann anschieben, den hinteren Fuß dabei setzen. Damit möglichst viele aufspringen können auf die Rollbretter, zeigen Titus Dittmann und seine Skate-Profis den SOS-Kindern und Jugendlichen erstmal, wie es geht. Den Rest packen die Kids dann selbst. Unterstützt von Skate-Talenten wie Samir.